Willkommen zurück hier in Danganronpa. Wir befinden uns hier mitten in der Vernehmung, beziehungsweise im Class Trial. Und hier haben wir jenen Serienmörder vor uns. Ich weiß, ein verstörendes Bild. Vielleicht wird's noch crazier, wenn schon die Zunge schon so lang wird. Wer weiß, was da noch so passieren kann. Naja, auf jeden Fall schauen wir mal, was jetzt Chill, warum auch immer jetzt hier Chill steht, zu sagen hat. Sollte der nicht Jack heißen? Chill? Oder CS, was auch immer. こいつ、どうしたんだ、深くん。ね、常人格だからってないさ。その片方の人格が殺人鬼だからってないさ。設定の一つくらい目をつぶってよね。健全な殺人は健全な精神と肉体によるだろう。それにしてもここまで違うものか。そう。世界の全ては 表と裏で構成されているのです。球界表に球界裏があるように、真実の裏に嘘があるように、目くらの裏には太陽のようなほがらかさがあるのです。あれですね、ジェノサイダー少佐、一つ聞きたいのですが。 あなたが黒幕って話があったんですが、それについてはどうお考えですかね。教えよう。私こそが正真正銘の黒幕なのだ。嘘だけどね。じゃあ違う。当たり前でしょ。僕をそんな変態さんと一緒にしないでよ。っていうかさ、外の警察も外の社会もさ、こんな おまぬけ殺人鬼を野放しにしてるなんてさ。自分が加害者なの分かってる。でもね、生きるってことは他人を傷つけることでもあるの。人は生きるために人を傷つけ、生きるために人に傷つけられているの。これでお前たちも分かったはずだ。その殺人鬼が藤崎を殺したんだよ。 Naja, es steht noch nicht wirklich fest. Es ist mir. Das geht alles irgendwie viel zu einfach. Aber schauen wir mal. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es. Wie war der Name nochmal direkt jetzt? Das würde auch irgendwie zu ihrer ultimativen Fähigkeit passen, ne? Irgendwie. Ultimativer Zocker, Lügner kann man eigentlich ja auch sagen. Und wenn sie jetzt auch in der Nacht draußen war, kann sie vielleicht Chihiro gekillt haben. Aber warum? Das sind ja beides jetzt nicht Männer. Und wir haben ja irgendwie geglaubt, dass es ein Mann war. Dann war vielleicht doch ein Mann draußen. Weil es kann ja auch gut sein, obwohl. Schauen wir mal. Weil es kann ja nur der Serienmörder gewusst haben, wie man Dingsbums. Eben wie man die Leiche denn dann so hinhängt und blablablab. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber was, wenn jetzt jemand die Pfeile durchgelesen hat mit dem Serienmörder, dann weiß er es auch. Da ist dann eher die Frage jetzt an dich gerichtet. Hast du jemanden gesehen, weil du warst ja dauernd in der Bibliothek, der das durchgelesen hat? Vielleicht hat ja jene Person das in der Nacht durchgelesen. Mal schauen. Dieser Twist, der kann diesen Fall jetzt noch länger stretchen, kann man sagen, ne? Und schauen wir mal. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum das jetzt. Das ist irgendwie noch zu unlogisch mit.
warum jetzt das Poster da hängt und ihr wisst, was ich meine, ne? Naja, kann ja auch. Ja, ich denke mir halt eher, es war doch jemand anderes. Und als Toko das gesehen hat, ist sie natürlich durchgedreht, weil sie dann geglaubt hat, dass es wieder passiert ist. Aber es ist nicht passiert, weil das jemand anderes war. Aber das würde dann eher heißen, du warst das. Weil du kennst ja den Fall. Mal schauen wir mal. Was ich mir jetzt auch denke, eben Chihiros Trainingspartner. Vielleicht hat ja Chihiro das rausgefunden. Mit ihrer Persönlichkeitsstörung, ne? Wenn sie eben ultimative Programmiererin ist, kann sie sich sicher allerlei Infos beschaffen oder hat sie sich beschafft. Und das hätte sie vielleicht auch dem Trainingspartner sagen können. Schauen wir mal. Also ich glaube ihr. Wieder geile Mucke, ne? Status. Ja, das ist ja eigentlich auch merkwürdig. I didn't kill anyone. Okay. Weil das mit den Kabeln ist ja merkwürdig. Ja, blablabla. Ich würde sagen, das stimmt jetzt nicht, was er gerade gesagt hat, ne? Weil es stimmt eben nicht wirklich zu 100% überein. Zum Beispiel das mit dem Messern. Und zumindest in den Bildern sieht man, dass die Leichen ja an die Wand geheftet wurden. Ja. Remember Chihiro's body, ja? Ja, ey. Ja, ja, ja. Bis das erscheint, töte ich alle Aussagen. Tauchen die immer wieder auf? So, jetzt müsste es gleich kommen. Gut. Habe ich getroffen? Ja. Einspruch!藤崎さんも殺人と過去の Und wo ich gerade sehe, ne, erstens das mal mit den Scheren, zweitens, die haben ja alle keine Kopfverletzung an sich, ne? Also Byakuya könnte es ja auch so hingerichtet haben, dass wir das jetzt glauben. Weil es
es passt eigentlich schon, ne, in sein Konzept, dass er jetzt uns so überzeugen möchte. Schauen wir mal. There's one clear difference, yeah. Here you see a different, okay, the style of bloody message, no. Na, eben die Messer, das ist einfach. Aber wenn das jetzt aufkommt mit dem Messer, dann ist das schon recht offensichtlich, dass Byakuya uns wirklich so in die Irre führen wollte. Das würde auch passen, weil er ist ein Mann. Schauen wir mal. Aber dass er jetzt schon im zweiten Kapitel drauf geht, kann ich mir das vorstellen. Weil er scheint schon irgendwie auch ein gewisser wichtiger Charakter zu werden oder zu sein. Vielleicht irre ich mich da ja auch. でも藤崎さんは頭部を殴打されて殺されてたよね。確かに箱の事件とは違いますな。変だよね。いつも同じ手口のゼノサイダー将が今回に限って手口を変えるなんて。でもそれだけじゃないんだ。異なる点はもう一つあるんだよ。さあ、私の殺人芸術において血文字が茶臭だとすると 貼り付けとは今は似たまごなの。ラーメンに例えるのそろそろやめね。つまり二つ目の相違点とはその貼り付けに関するものなのだな。Und what? Ja, das ist eben merkwürdig mit dem Seil. Ja, es ist kein Seil, aber ihr wisst schon, ne? それが貼り付けにされてたよね。それがどうしたのです。だけど過去のジェノサイダー事件で貼り付けに使われてたのか。それも鋭利なハサミだったんだよ。あのね、私は殺しにも貼り付けにも自作のマイハサミを使用しているの。一流なんだから道具にこだわって当然でしょ。それにそれにそれにそれに。マー君は2つの相違点って言ったけど、それは違う。マー君って僕のことか。あのね、マー君、 相手はもう一つあるのよ。おや、気づかない？過去の私の事件で被害者になった連中。そこに隠された法則にさ。法則だと。え、その法則から考えればすぐにわかるじゃない。私があのロリックを殺さない理由くらいはさ。 Ja, aber wenn ich mir jetzt die Namen anschauen müsste, rein theoretisch, dann kann ich sie auch, dann kann ich das noch? Ich kann ja nicht nachschauen, weil im Japanischen ist ja oft so, dass irgendwer ein Name, der männlich klingt, auch weiblich sein kann und ja, ihr wisst, aber sie ist ein Mädchen. Was, Herr Lover, genau. Ja, könnte vielleicht auch sein, aber sie ist ein Mädel. ジェノサイダー事件の被害者たちにはある法則性があったんだよ。
男だらけ？そう！私が信念と情熱を持ってやるのは燃える男子だけなのよ。あああ恥ずかしい、言っちゃった。なんだそれ。仕方ないじゃない、だって私は不女子だもん。ネクラ人格が毛嫌いしてるバッキバキの不女子だもん。貴婦人コースまちぐらの不女子なんだもん。燃えないから女子である藤崎くんは殺さない。ラーメン職人がパスタ作ってどうすんの。同じ麺料理だからって舐めてないって感じよ。信念と情熱があるからこそ譲れない一線、それこそ唯一無二で完全無欠のリアリティなの。お前の趣味や趣向は分かった、だがそれはあくまで趣味や趣向の話だ。生き残るために殺人を犯さなければならない場合は話が別のはずだ。やったら負け犬が。負け犬、私はね、生き残るためとかそんなせこい理由で殺しなんかしねえんだ。だけども万が一生き残るために殺さなきゃいけない場合があったら、誰が張り付けや血文字なんかやるかっつーの。バレバレだし面倒いだけじゃねえか。それも、もっともですわね。それに、どんな場合の殺しだろうと、使い慣れたハサミは絶対に外されんですけど。わざわざクソ重いダンベルなんか誰が使うかって。学園内に適当なハサミがないから、近場にあったダンベルを代用したのでは。適当なハサミ、私が使うのは適当なハサミじゃなくて、ガイアさえひざまつく超恐れな自作のハサミよ。なおさらこの学園にはねえべ。それはどうかしら。じゃじゃじゃじゃーん、装備済み、いつでもどこでもやれるよ。身近にあって慣れ親しんでるハサミを使わずにロープやダンベルなんか使うわけねえだろ。わかん、違わねえだろ、この負け犬ども。そもそもさ、私って肩結びできないのよね。だからロープなんて使えないし。わけがわからなくなってしまったぞ。本当にこの殺人鬼は犯人ではないのか。だけどよ、あの死体は貼り付けにされてたんだぞ。それって一般人は知らねえはずなんだろ。だから模倣犯じゃなくて本人の仕業って話になったんだしね。Ja, außerdem kann es ja auch sein, dass in der Nacht jemand in die Bibliothek gegangen ist und dort selber nachgelesen hat. Also so ist es ja auch nicht. Aber es wird schon passen.Auch wie er hier in dem Fall handelt, unser Byakuya, dass er uns so überzeugen wollte. Es wird wirklich reinpassen. Aber ob er der Mörder ist? Echt? Okay, dann kommt ja eher nur in Frage. Das ist meine Antwort. Togami-kun, du wärst möglich gewesen.君は非公開の政府関連資料や警察内部資料にも簡単に目を通すことができるような人物なんだし、それにジェノサイダー小事件の捜査報告書は前からよく見てたんだよね。つまり戸上白夜どもが犯人だと。では戸上君がジェノサイダー小犯人説を主張していたのは、ジェノサイダー小に自分の罪をかぶせるためだったのですね。じゃあ現場を偽装して私の犯行に見せかけたのってイケメンメガネだったので、ね、燃える。どうなんだ戸上君、耐えたまえ。そう、俺が怪しいと言うんだな。では聞くが、いつから俺が怪しいと思い始めた。それについてはどう答える。今振り返って考えてみると、死体を発見する直前の戸上君の行動、あれがちょっと気になったんだ。
上君は最初から女子更衣室に行こうとしたよね。でもさ、男子だったら普通は男子更衣室から見るはずか。被害者は女の藤崎だった。だから女子更衣室を先に調べると言ったまでだ。Aber das stand ja noch nicht fest, oder? Alter, was ist mit dir los? Schaut sie es euch an. Ja, zu dem Zeitpunkt sollte es ja noch nicht festgestanden sein, oder? Oder ich... Nee, ich irre mich da jetzt nicht. If you like to hear more. Yes. Aber ich finde es interessant, wie immer was Neues eingebaut wird. Muss man schon sagen. Gut. Muss diese blöd tun. Genau. Das 被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこがおかしいんだ？ドクロ連れてって欲しかったですな。Okay, dann muss ich das jetzt abschießen und dann speichern, oder wie schaut's denn aus? Wie schaut's denn aus? So.Oder... Ja, wie denn? Ich hätte gedacht, ich kann das jetzt nehmen. Es hat doch geheißen auf Y, oder? Abschießen. Concentration, fast forward, weak spot. First. Ja. Steht das noch da? If you target a weak spot, hold down.So, hold down, nicht drücken. Ja, gut. Dann probier es jetzt mal. Gut. Muss ich jetzt gedrückt halten? Und jetzt muss ich irgendwas abschießen, oder was? Mhm.Ja. Mhm. Soll ich das jetzt abschießen? Okay, dann irgendwas Weißes. Okay. Ich muss ja lernen, wie das alles funktioniert. Also muss ich was anderes abschießen. Das da? Ich hab...Ja, nix. Warum soll ich da jetzt was? Das ist doch nix. So. Ja. So, vorsichtig. There was no time for one of these instructions. Ja, was soll ich denn da... Was soll ich denn da jetzt abschießen? Ja.
because it doesn't make sense. Yeah. Me too. Togami の死体発見前の行動が変って。Before we find the body. Ja, habe ich ja abgeschossen, aber es. Ich weiß jetzt nicht, was ich abschießen soll. Das ist kompletter Blödsinn. Das. Auch wenn das so lange dauert, ne? Nein! Who was a girl? Soll ich das Who was a girl? Ja. Ich weiß nicht. Soll ich das jetzt abschießen oder was? Was will denn das Spiel jetzt von mir? Alter Verwalter! Ja, was sagt denn Before we found the body? Ja, das würde ja passen, aber es passt ja nicht. Ja, das. Also manchmal weiß ich nicht, was das Spiel von mir will. Ja, das. Warum? Der redet immer nur so ein Blödsinn daher. Das hilft mir nichts. Who was a girl? Ja, sie waren. So, of course, check the room. Ja, das passt ja. There was no time. Ja, vielleicht das abschießen? Oh, come on. Aber Leute, ich würde sagen, das passt eh. Weil der Party ist wieder vorbei. Ich probiere es jetzt so oft. Ich kann ja nicht unendlich oft probieren, aber ich probiere es halt jetzt offscreen weiter und werde dann den nächsten Part starten, wenn ich es endlich geschafft habe. Also Leute, das war's für heute und man sieht sich wieder. Vielleicht muss ich einfach jetzt mal Ruhe bewahren und jetzt mal nachdenken, was denn hier am besten wäre. Naja, auf jeden Fall Leute, war's das. Macht's gut und tschüss.